Hey, lieber! Lass mich in Ruhe, ich nehme gerade ein Bad. Und, was führt Sie nach Kentucky? Ich besuche meine Familie. Ah, ein Familienmensch. Ich bin Single und bekannt als Schlingel. Ich heiße Tom Brunel und ich versichere Sie schnell. Und das Geschäft läuft im Augenblick wirklich enorm gut. Hey, ihr anderen Schwarzen, ist nicht übel hier. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ihr hättet sterben können. Es war Chris' Idee, er hat mich überredet. Ist das so, ja? Du nimmst also gern Motorräder, die dir nicht gehören. Von mir aus, hier hast du eine ganze Stange Zigaretten. Was? Peter, darum geht es jetzt nicht. Probier sie aus. Hier, ich gebe dir gern Feuer. Dad, ich rauche nicht. Noch nicht. Mach weiter, du wirst schon Gefallen dran finden. Wenn du mit der Schachtel durch bist, rauchst du wie ein echter Profi, wie ein cooler Junge. Ja, wird schon. Wird von Zug zu Zug besser, oder? Ja. Oh ja, versuch erstmal eine nach dem Essen köstlich und nach dem Sex der Oberhammer, als ob du deinen Penis in einem Federbett schlafen legst. Ich glaube, ich will vielleicht mehr Zigaretten. Ich besorg dir mehr Zigaretten, aber ich bin sauer wegen der Enduro. Ich brauch 40. Bevor wir mit dem Bau von Samuel Fischers Scheune beginnen, lasst uns beten. Lieber amischer Gott, du blickest voller Grimm auf uns, deine Schäfchen, herab. Und das, obwohl wir keinerlei Fehler begangen und gearbeitet haben wie verschissene Tiere. Lehre uns Demut und beschere uns mehr Elend, auf dass unsere Hände auf das Doppelte einer normalen Hand anschwellen mögen. Und lass uns stumpfsinnig werden wie Eric Banner, den wir noch nie gesehen haben, sondern nur vom Hörensagen kennen, weil es dein Wille gebietet. Wir teilen deine Meinung, dass die Menschen, obwohl sie seit einer Million Jahren existieren, zwischen 1835 und 1850 genau das angemessene Maß an Technologie besaßen. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Bitte befreie uns von Thomas Edison, dem schlimmsten Menschen, der je auf Erden wandelte. Und beschütze uns vor jenen, die uns ob unserer Kutschen und Hüte verspotten. Und erlöse uns von Oberlippenbärten. Amen. Ich mache mir wirklich Sorgen um Chris. Er kann mit diesem Druck nicht mehr umgehen. Ich weiß, er wird ein echter Arsch. Oh, hey, Chris. Könnt ihr mal die Fresse halten? Immerhin muss ich morgen früh arbeiten. Chris, hast du etwa getrunken? Ja, hast du Falten bekommen? Ich will, dass ihr zwei es vor meinen Augen treibt. Und danach werde ich $40 auf eure verschwitzten Körper werfen. Zeig mir das Geld. Warum hasst ihr mich bloß? Oh, da sind die Magenschmerzen schon wieder. Oh, oh, oh! Was ist? Was? Was gibt's zu glotzen? Ich kann's mit euch aufnehmen. Ihr wisst nicht, was ich täglich durchmache. Und jetzt geht schlafen, ihr zwei. Ich glaube, wir sollten lieber bei Mom leben. Ich habe alles gehört und will nur sagen, diese Familie ist ein Trümmerhaufen. Du bist echt zum Kotzen. Du bist sogar noch schlimmer als diese Leute, die in der Dusche kacken. Was? Warum zeigt ihr jetzt mich? Was ist gesagt worden? Egal, was es war, das mache ich nicht. Sollte ich nicht mal zum Friseur? Oh nein, ich glaube, du warst erst vor kurzem. Ganz sicher, ich finde meine Nägel nämlich ziemlich lang. Ich sehe mal nach, aber du musst bestimmt erst wieder in ein paar Wochen hin. Welcher Tag ist heute?